Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Shadowverse Arena. Die letzte Folge verlief leider nicht so optimal. Da hatte ich ziemlich viel Pech gehabt. Ich hoffe, dass ich diesmal vielleicht ein bisschen mehr Glück haben werde. Es hat irgendwie immer so das letzte etwas gefehlt, um zu siegen. Okay, Logan. Irgendwie muss ich da an Big Head Logan aus Dark Souls denken. Cryptid Keeper, das. Eigentlich ist das eine ganz coole Starthand, muss ich sagen. Cactus Cowboy, Komm, spiel ich einfach schon mal. Okay, das ist für mich eigentlich schon mal ganz gut, muss ich einfach sagen, aber ich mach den. Goddess of Rebirth ist nur neutral, okay. Irgendwie fehlt mir gerade so ein bisschen so wirklich. Also ich habe irgendwie nichts auf der Hand, womit ich jetzt gerade wirklich was ausrichten kann. Okay. Okay, das ist schon mal etwas besser. Eher bescheiden für mich persönlich, aber okay. Gut. Das ist schon mal eher vernünftig für mich. So. Ich gehe einfach mal sehr stark davon aus, dass er den traden wird. Der kostet 0? Ach du Scheiße. Nicht so Valence System. Es ist schon bescheiden, dass er da jetzt dementsprechendes Board hat. Also ich werde den wahrscheinlich mit Cryptkeeper abschießen. Jupp. Damit ist der weg. Dadurch kann der Effekt nicht aktivieren und den trade ich mal da rein. Damit ist der da auch weg. Ich ziehe hier nach. Nächsten Zug kann ich Gigantic Blossom spielen. Okay, damit komme ich tatsächlich ganz gut zurecht, muss ich sagen. Okay, faszinierend. Das war jetzt wirklich faszinierend für mich, denn ich kann jetzt den machen, den evolve ich. So, jetzt ist natürlich die Frage, wie trade ich was am besten? Ich denke, dass ich den hier halt loswerden sollte, den. So, dadurch kriegt der keinen Schaden, dadurch kriege ich den, der. Die können nicht angreifen und werden gleich zerstört. Ich habe hier einmal einen Ward.
wodurch er hoffentlich den hier nicht auf einen Schlag jetzt killen kann. Zumindest ist das mein Ziel mit der Aktion gerade gewesen. Weil gerade... Gerade wenn der nämlich auf dem Feld bleibt, ist er sehr mächtig. Und das scheint er auch zu tun. Der wird den jetzt traden. Dann machen wir da jetzt einmal Schaden. Jetzt ist so ein bisschen die Frage, was ich jetzt mache. Ich kann den natürlich da traden. Ich befürchte aber nicht, dass das so die optimale Aktion wäre. Andererseits, ich habe nicht so viele Möglichkeiten gerade leider. Daher mache ich mal das und beende jetzt den Zug. Damit bekomme ich den nächsten Zug immer noch ohne Probleme weg. Oh, er hat kein Evolve mehr. Das heißt, das ist für mich jetzt tatsächlich sehr, sehr gut, dass er kein Evolve mehr hat. Damit habe ich sogar relativ gute Chancen, dass der hier überlebt. Wie gesagt, relativ gute Chancen heißt immer noch nicht, dass die Chancen quasi 100% sind, aber hey. Okay, Rush. Okay. Da ist er ganz schön rausgeballert. Aber so wirklich hundertprozentig viel bringt wird ihn das aktuell noch nicht. Für mich glücklicherweise. So, und das werde ich jetzt auch schön zu nutzen wissen, indem ich halt... Indem ich halt das hier mache. Also einmal Schaden wird er definitiv davon noch kriegen. Das ist für mich in Ordnung gerade. Die Sache wäre halt nur, wenn er jetzt irgendwie dem zum Beispiel Rush oder Storm geben würde, womit er den hier traden kann. Wäre ungünstig für mich. Oder einen anderen Weg findet, den zu killen. Okay, ich habe gewonnen. Wie gesagt, ich habe gewonnen. Ich weiß, ich hätte den wahrscheinlich noch... Oh fuck, ich hätte es jetzt schon beenden können. Ich Idiot. Egal. Ist halt so. Solange er sich jetzt nicht heilen kann, ist er trotzdem immer noch weg. Was offenbar der Fall ist. Uhu, wir haben wenigstens einen Sieg rausgeholt. So, mal sehen, ob wir noch einen zweiten rausholen können. Wäre natürlich schön. Also ich habe so das Gefühl, dass diese Folge nicht so lang wird wie die gestrige Folge. Aber hey, das ist nur so ein Gefühl. Aufgrund dessen, dass wir jetzt erst bei noch unter 10 Minuten sind und die letzte Folge auf 45 Minuten insgesamt war. Okay, Gigantic Blossom behalte ich mal auf der Hand, weil die Karte echt ziemlich stark ist. Auch gegen Swordcraft stelle ich mir die relativ stark vor. So, Cactus Cowboy. Schon mal ein ganz passabler Einstieg. Das ist doch auch ganz gut für mich.
Sehr, sehr gut für mich. Okay, je nachdem, was er spielt, spiele ich entweder Cryptid Keeper oder Vagabond Lizard. Ich gehe aber gerade eher davon aus, dass ich wahrscheinlich bei Cryptid Keeper landen werde. Aber hey, wir werden ja sehen. Turn Enemy Follower. Ich gehe mit dem. Da habe ich. Oh, warte mal. Der hat Drain. Das ist für mich in Ordnung. Die Frage ist. Jupp, das mache ich. Du einmal da. Und du da einmal weg. So. Evolve lasse ich mal sein gerade noch. Wahrscheinlich will ich dann nächsten Zug Gigantic Blossom spielen. Der ist in Ordnung für mich. Es ist natürlich nicht hundertprozentig optimal, aber. Aha. I pledge my allegiance to freedom. Suboptimal. Ich spiele dich und hoffe, dass er jetzt nichts hat, womit er ihn jetzt einfach killen kann, aber ja. Oh, fuck you. Alter. Was zum Fick, ey. Gut. Fuck, ich bin am Arsch. Shit. Das war nicht so ganz wie geplant. Ich bin trotzdem tot. Shit. Obwohl, vielleicht. Nee, wahrscheinlich nicht. Come now. Let us play together. I am a knight of the sea. You called, yeah? Ich bin tot. Fuck you. Alter, dass er da halt diese Kombos hatte, die mich direkt komplett aus dem Spiel genommen haben, ätzend. Aber nun ja, kann ich nichts mehr machen. Ich habe wenigstens einmal gewonnen. Und dann würde ich sagen, gehen wir doch mal zum Shop.
Ich kaufe ein Pack. Also ich öffne ein Pack. Und die anderen spare ich mir auf. Da wir ja bald bei Folge 400 sind, wo ich ja wieder ein größeres Pack-Opening da machen möchte. Ja, das war nicht so das dabei, aber hey. Wie gesagt, ich spare mir halt jetzt ein bisschen auf. Und ich spare mir halt ein bisschen Geld zusammen, damit das dann auch wirklich mit einem größeren Pack-Opening mehr oder weniger klappt. Und ich habe es beim letzten Mal verpennt zu machen. Jetzt dafür mache ich, denke ich, jetzt drin. So, war nicht so viel, was ich da bekommen habe. Aber nun ja, ist halt so. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.